Hallo meine Lieben und ganz herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem neuen Häkel-Podcast. Nach dem Intro zeige ich dir meine ganzen Werke. Hey, ich bin Katrin und das hier ist mein Handarbeitskanal. Hier geht es hauptsächlich ums Häkeln, manchmal auch Stricken, Spinnen. Nee, Spinnen nicht mehr, aber alles, was so mit den Handarbeiten zu tun hat. Ja. Fang mal an, wieder mit den ganzen organisatorischen, damit ihr da Bescheid wisst und ich da nicht wieder irgendwie was vergessen habe und nachher 20 Kommentare mit denselben Fragen beantworten muss. Alle meine Garne findet ihr unten in der Videobeschreibung als Link. Da kommt ihr nämlich sofort auf meinem Etsy-Shop und dort könnt ihr die Garne finden. Speziell auch, wenn ich es fertig habe mit dem Bötchen. Zur Anleitung. Alle Anleitungen, die ich hier zeige, sind von mir und kommen entweder hier auf dem Kanal irgendwann online oder hier auf dem Kanal im Community-Teil schriftlich. Je nachdem, was ich sage und entscheide, werdet ihr das ja merken. Ich sage es dazu auf jeden Fall. Sollte ich Fremdgarne und Fremdanleitungen benutzen, sage ich dies speziell bei den Sachen mit dazu. Das heißt, wenn ihr das und das Teil seht, und ich sage, das ist von so und so, dann ist es von so und so. Wenn ich aber nichts sage und es vergesse, dann ist das 100% was von mir und landet hier auf dem Kanal. Und die Anleitung gibt es höchstwahrscheinlich noch nicht, gerade wenn es erst in der Mache ist. Ja. So ist das auch mit den Garnen. Ich sage euch da immer Bescheid, was für ein Garn und wenn es von woanders ist, wo es her ist. Ja, ihr Lieben, ich denke, das war das Orisantorische. Orisantorische, na danke. Ja, packt das Deutschbuch weg, das wird heute nichts. Ja. Okay, ihr Lieben, ich habe gar nicht so viel zu zeigen. Das heißt, es wird heute gar nicht so lang. Also in meinen Augen ist es so, als hätte ich nichts gemacht, aber in Wirklichkeit saß ich sehr lange und habe gehäkelt. Hatte dann auch zwischenzeitlich, weil ich so viel saß, wieder mit den Ichers zu tun. Okay, also ich muss ja was gemacht haben, sonst hätte ich da ja nicht wieder Probleme gehabt. Tatsächlich habe ich Probleme beim Häkeln, wenn ich zu lange sitze. Und beim Häkeln selber tut mir nichts weh. Ich kann eigentlich relativ viel häkeln. Ich mache aber auch Pausen dazwischen. Das heißt, wenn ich mal 2 Stunden am Stück gehäkelt habe, es waren sogar mal 3,5 Stunden oder 3 Stunden am Stück gehäkelt habe, dann tut mir da nichts weh und ich habe hinterher auch keine Nackenprobleme oder Schulterprobleme oder mir tut der Arm weh. Das kenne ich in der Regel nicht. Ich kenne es beim Stricken, dass mir der Finger weh tut, weil ich die Stricknadel zu festhalte. Aber das habe ich meistens schon nach einer halben Stunde. Ja, also beim Häkeln habe ich da eigentlich keine Probleme, weil da auch immer viele nachfragen. Ja, fangen wir an. Ich habe noch Geschenke bekommen diese Woche. Einmal von der lieben Christina. Sie hat mir eine Häkelnadel mitgebracht. Ich weiß nicht, ob sie die selber gemacht hat. Das stand jetzt außer, dass es eine 5,5, eine 5, eine 5er Nadel ist. Stand da jetzt nichts dabei. Ja, so sieht die aus. Sehr, sehr schön, ne? Kommt auf jeden Fall in meine Nadelsammlung. Eine 5er Nadel ist jetzt nicht gerade die Nadel, die ich oft benutze, weil ihr wisst, ich bin da einfach zu locker unterwegs. Wenn man aber mehrere Garne zusammennimmt, dann könnte auch ich mit einer 5er arbeiten. Genau, also vielen, vielen lieben Dank dafür. Und da drin waren dann noch ganz viele andere Kleinigkeiten in dem Paket. Ich hatte jetzt bloß ein Bild gepostet. Wenn ich dran denke,
dann poste ich es hier auf dem Community-Teil auch nochmal, damit ihr da auch nochmal gucken könnt. Ja, und dann hat sie mir noch ein Oberteil gehäkelt. Und das sieht so aus. Ich kann euch wieder gar keine Angaben machen. Also Anleitung weiß ich, das hat sie sich selbst ausgedacht. Ob sie dazu noch mal eine Anleitung rausbringt, das weiß ich nicht. Ja, aber das Oberteil hat sie sich selbst ausgedacht. Das ist ein RVO, ein Raglan von oben mit verschiedenen Mustern, wie ihr seht. Und welches Garn sie jetzt verwendet hat, auch das kann ich euch jetzt nicht sagen im Moment. Ja, es passt auf jeden Fall. Aber ich wollte meine Halloween-Outfits tragen. Weil mir ist letztes Mal schon aufgefallen, dass ich gar nicht meine Halloween-Outfits anhabe. Sehr, sehr schick. Vielen, vielen, vielen lieben Dank dafür. Ich habe mich auf jeden Fall riesig gefreut. So, und dann ist noch eine Tasse eingezogen. Ein Wollknäuel, ein rosanes, habe ich geschenkt bekommen von Freunden. Und ja, ich weiß wieder nicht, ob ich es korrekt ausspreche, es tut mir leid. Time to unwind, Zeit zum Relaxen, Zeit zum Entspannen, irgendwie sowas in der Art heißt es. So, gut, also. Vielen, vielen, vielen lieben Dank für die ganzen Sachen, die mich erreicht haben. Auch die ganze Post, die mich erreicht hat. Ich weiß, dass ich noch E-Mails offen habe. Ich hoffe heute auf Mittagsschlaf, dass ich dann die E-Mails und die Kommentare und alles beantworten kann, damit ihr Bescheid wisst. Ich weiß auch, dass ich bei Facebook auch noch Nachrichten habe, die ich noch nicht beantwortet habe. Ja, ich versuche mich zu beeilen. Dass ihr da nicht so lange warten müsst. Ich habe sie auf jeden Fall gesehen, sie sind nicht untergegangen. Ja, gut, dann fangen wir an mit meinen Projekten. Wir starten mit dem, was ich anhabe. Ich habe mein Spider-Man-Oberteil an, mein Spider-Set. Und guck mal, mit Mikrofon sieht es auch aus, als ob ich da eine kleine Spinne hätte. Ja, mit langen Armen, hinten sieht es so aus. Es ist halt zweimal dasselbe gehäkelt und man braucht ultra wenig Garn, weil ihr seht ja, ne? Es ist ja wirklich ein Hauch von nichts. Man muss immer mal ein bisschen gucken, dass man sich nicht vertut und verzählt und verzettelt. Auch beim Anziehen. Aber wenn man ein System hat, dann funktioniert das. Also ich mache immer, ich gucke mir das an, gucke, was oben oder unten ist natürlich. Dann mache ich erstmal den Kopf und dann versuche ich, die Arme zusammen zu zotteln und stecke da meinen Arm durch. Ne? Also wenn du das hier so zusammen zottelst, dann kannst du da auch den Arm durchstecken. Und dadurch, dass das hier so ein bisschen weiter offen ist an den Seiten und nicht so weit zu ist, kannst du das so richtig wirklich so zusammen zotteln, dass du wirklich den Eingang siehst und den Ausgang und alles ist gut und du bleibst nirgendwo hängen. Halloween Outfit. Ich habe es gehäkelt mit einem Dreifachgarn Weiß Uni, einfarbig. Ja, ich hatte mir 500 Meter gewickelt, ich hatte aber noch einen Riesenrest übrig. Dazu habe ich ein Glitzergarn beilaufen lassen, nämlich Regenbogenglitzer. Ich weiß nicht, ob ihr es irgendwo glitzern seht oder nicht. Irgendwo ist da Glitzer mit dazwischen. Und dadurch, dass ich da noch was beilaufen lassen habe, ist das Ganze ein Vierfachgarn mit Glitzer. Ja, ich habe es mal als Set in den Shop getan. Ich habe es als Set in den Shop getan. Erstmal mit 1000 Meter, beides mit 1000 Meter. Damit ich relativ viele Größen abgedeckt habe. Ich sag mal so, ich bin 1,70, ich trage eine Größe 36, also die S. Und ja, ich habe die 500 Meter nicht aufgebraucht. Ich hatte ein Riesenstück davon noch übrig. Und ja, da wisst ihr so circa Bescheid. Und ich sag mal so, bei den Unigarnen, ja, da kann man sich jederzeit auch was nachbestellen. Also wenn wir jetzt, wir sagen mal, wir fangen mal mit 500 an, ihr guckt mal, wie weit ihr kommt, dann könnt ihr euch da auch nochmal was nachordern und dann habt ihr da nachher nicht so viel Rest übrig. Ne? Also man kann ja dann irgendwann einschätzen, wie viel würde ich so circa noch brauchen.
Ja, weil ihr seht ja mal, wie weit ihr gekommen seid. Und dann könnt ihr das irgendwie einschätzen. Ja, auch die Arme brauchen nicht so viel Aufmerksamkeit. Das ist bloß komplett eine Luftmaschen-Dings. Also eine komplette, also so ein Stäbchen hier, so ein seitliches Stäbchen, was ihr hier so seht, ne? Diese seitlichen Dinger. Da habe ich immer 14 Maschen gemacht, mal weniger, mal mehr, je nachdem, wie ich Lust und Laune beim Zählen hatte. Ja, manchmal habe ich dann so schon einfach nur freie Schnauze Luftmaschen gemacht, weil ich dann auch keinen Bock mehr hatte, bis 14 zu zählen. Und ansonsten sind ja hier Stäbchen über Stäbchen. Ja, und ihr seht ja, dieser Ärmel ist weit genug geworden. Da können noch drei Leute mit rein. Aber ein bisschen weiter muss es sein, damit es eben ein bisschen Effekt hat. Ich finde das eben, es soll ja halt ein Spinnnetz sein, ne? Deswegen kann das ruhig auch immer mal ein bisschen unterschiedlich sein. Es muss nicht haargenau abgezählt sein, dass ihr immer in jeder Runde dieselbe Luftmaschenkette habt. Es kann ruhig unterschiedlich sein. Ein Spinnnetz ist auch unterschiedlich, die Natur ist unterschiedlich. Und so könnt ihr das beim Häkeln auch machen. Ich finde das einfach viel schöner. Ja, genau. Also, ja, diese Dinger hier, ich weiß nicht, ob das jetzt an dem Mikrofon, die wandern immer nach hinten, aber das stört mich nicht. Ja, das wird an den Schultern liegen. Dann sind die Schultern eben frei und das Schwere ist da so dahinter. Dann ist das eben so. Damit kann ich ja eigentlich relativ gut leben. Ja. Genau. Gut. Das war mein Halloween-Projekt Nummer 1. Ich weiß es nicht, ob es das erste Video ist. Das ist auf jeden Fall schon online und es kann fleißig nachgehäkelt werden, je nachdem, wie ihr es wollt. Ihr könnt auch bloß das eine Spinnennetz machen und euch die Wohnung dekorieren. Das geht auch. Ansonsten müsst ihr ja für das Oberteil 2 machen. Aber es muss ja nicht. Muss ja nicht. Und ihr müsst auch nicht die Arme, ihr könnt auch kurzärmlich das machen. Ihr könnt auch ein Kleid machen, habe ich auch schon alles gesehen. Ich habe auch schon Mäntel gesehen. Ja, also man kann so vieles machen. Seid da kreativ. Okay, weiter geht's. Ich habe noch eine Mütze gemacht. Ich glaube, den Anfang kennt ihr. Die sieht so hier aus. Die kommt auch online als Set, als Mützenset. Ja, weil das hier ist das Muster mit festen Maschen und ein Doppelstäbchen. Das Ganze nennt sich Pflastersteinmuster. Keine Ahnung, habe ich aus irgendeinem Buch mir rausgesucht. Ja, fand ich ganz süß. Das Ding ist, diese Nupsis müsste man jetzt wieder rauspopeln die ganze Zeit. Da habe ich jetzt aber auch so gar keine Lust zu. Dass die ganze Zeit, dass da alle Nupsis draußen sind. Ich habe gedacht, dass man das vielleicht beim Tragen, dass die Nupsis dann von alleine rauskommen, aber ist nicht so. Ja, okay. So, ich habe das Bündchen gehäkelt, relativ kurz, ihr seht es ja. Und ja, auch relativ fest. Es ist relativ fest sitzend. Und was auch mir aufgefallen ist, ich hatte jetzt gemacht, dass ihr hier, ihr seht ja hier wunderschön diese Reihen, ne, die man so häkelt, diese Hin- und Rückreihen, bis man um den Kopf ist. Und da, wenn das zur Runde geschlossen ist, sage ich ja immer, wie viel man zunimmt. Ich bin jetzt ein bisschen hochgegangen. Ich habe jetzt gesagt, man macht jetzt immer in einer so eine Reihe hier zwei feste Maschen, eine feste Masche, zwei und eine. Und das dann immer so ringsherum, damit man schön die Maschen hat, die man für die Mütze und den Kopf braucht, weil dieses zieht sich ja zusammen, dieses Bündchen, und dadurch wird das nachher ein bisschen schwierig herauszufinden, ob man wirklich die richtige Größe hat, ist mir beim Strecken nämlich aufgefallen. Ja, habe ich noch eine Reihe Zunahmen gemacht? Nein, habe ich nämlich nicht. Ich habe nämlich dann gleich mit dem Muster angefangen. Und also sie passt. Ich kann sie ja mal aufsetzen. Also sie passt, aber sie sitzt schon sehr straff. Ne? Das kommt durch die festen Maschen. Ich habe sie jetzt zweimal gehäkelt. Ne? Also das kommt jetzt wirklich durch die festen Maschen und da dann immer wirklich ein bisschen dran denken. Wenn ihr zum Festhäkeln neigt, dann macht lieber noch mal ein paar Zunahmen, damit ihr wirklich Volumen habt. Anprobieren.
Das merkt ihr schon bei den ersten drei Reihen, dass da was nicht hinhaut. Ne? Anprobieren muss dann eben sein. ja, und ansonsten spart nicht bei der ersten und zweiten Reihe mit Zunahmen. Auch nicht zu viele. Es muss so ein Mittelding ergeben. Ne? Ich hatte bei meiner einen Mütze, die gestrickte für Johnny, hatte ich dann auch noch mal noch eine Zusatzrunde gemacht. Und da hatte ich gehäkelt drei feste Maschen, eine Zunahme. Vier feste Maschen, eine Zunahme. Drei feste Maschen, eine Zunahme. Dass da noch mal ein bisschen Schwung reinkommt und nicht ganz so viel Schwung reinkommt. Ne? Also das hatte ich da auch noch mal gemacht. So, das Garn, ne? Sieht schön meliert aus. Habe ich euch als Set reingestellt, passend zu der Mützenanleitung. Die dauert aber noch ein bisschen. Ich weiß jetzt nicht ganz, ich habe das Buch nicht im Kopf, wann welches Tutorial online kommt. Das dauert auf jeden Fall noch ein bisschen, kommt im November online. Irgendwann. Also es ist auf jeden Fall ein November-Projekt. Das Garn ist ein Siebenfachgarn. Ich habe aber zwei Garne doppelt genommen. Einmal ein meliertes Garn Kurkuma Candy und einmal Kaminabend. Und Kaminabend ist ein Vierfachknäuel, Kurkuma Candy ist ein Dreifachknäuel. Das habe ich dann zusammengenommen und dadurch habe ich ein Siebenfachgarn erhalten, habe das mit einer 3,5er, obwohl ich eigentlich mit einer 4er häkeln wollte. Ich glaube, ich habe das Bündchen auch sogar mit einer 4er gehäkelt, aber das da oben habe ich mit einer 3,5er gehäkelt, weil ich tatsächlich unterwegs war, keine Ahnung, und dann habe ich auch bloß gewisse Nadeln mit, nicht jede Nadelstärke, weil ich ja meistens auch bloß mit 3er oder 3,5er arbeite. Ich habe euch das Set zusammengestellt mit beiden Knäueln mit jeweils 300 Metern. Ist eigentlich ausreichend für eine Mütze. Ne? Ja, ich weiß nicht, wie viel Zucker ich jetzt verbraucht habe, aber es waren auf jeden Fall nicht wirklich 300 Meter. Kommt aber auch immer drauf an, wie du häkelst. Wenn du sehr locker häkelst, bist du schneller am Ziel, als wenn du sehr fest häkelst. Da brauchst du doch mal, kann es dir passieren, dass du ein paar Meter mehr brauchst. Deswegen, aber ich denke mal, mit 300 Metern für eine Mütze bist du gut dabei. Ja, Videoanleitung dazu kommt. Dazu gibt es dann noch eine zweite Variante, die müsstet ihr eigentlich auch schon kennen. Das ist die Variante mit halbem Stäbchen. Also was ich hier bei der Mütze mit festen Maschen gemacht habe, habe ich hier mit halbem Stäbchen gemacht. Und dadurch ist das Ganze aber, gehen diese doppelten Stäbchen noch mehr unter. Also die brauchst du nicht rauspopeln, weil erstmal das hält eh nicht an und vielleicht sieht es wieder, wenn du fester häkelst, wieder ein bisschen anders aus. Da sieht das vielleicht gut aus. Aber bei mir, ich brauche das nicht rauspopeln. Aber es hat einen schönen, es hat trotzdem ein schönes Effekt. Einen schönen Effekt. So, das Ganze ist viel, viel lockerer. Und sieht dann nachher so getragen aus. Perfekt für Bad Hair Days. Die habe ich jetzt tatsächlich gerade nicht. Okay, und deswegen gibt es zwei Anleitungen. Einmal das und einmal das zusammen. Ne, ich erkläre beide gleich in einem Video. So, hier ist das Bündchen ein bisschen länger und das Garn ist auch ein bisschen anders. Es ist nämlich ein Fünffachgarn und es war eine Bobble. Ich habe mir daraus ein Set gehäkelt, nämlich fängt die Bobbel an in der Mitte mit der Mütze und dann habe ich mir eine Luftmaschenkette von 23 Maschen angelegt und diese mit halbem Stäbchen hin und her gehäkelt und mir daraus einen dünnen Schal gehäkelt. Ja, ein bisschen vom Garn hatte ich jetzt noch übrig. Ich glaube, so ein bisschen über 100 Meter waren jetzt noch tatsächlich übrig geblieben. Aber er war so jetzt schon lang genug, dass ich mir zweimal umschlagen kann oder eben einmal umschlagen und er hängt nicht bis zu den Kniekehlen. Und
Ich kann auch mal so doppelt tragen. Ich weiß nicht, ob ihr sowas kennt. Ne? Das ist halt dann, kennt ihr bestimmt, dass ich hier so eine Schlaufe mache und da den Schal durchstecke. So. Und dann ist der auch nicht so lang und vor allen Dingen auch nicht so dick. Und ja, ich wollte so einen dünnen Schal. So, sehr cool. Ja, so sieht mein Mützensatz jetzt aus. Ich habe geguckt, dass ihr den Schal gleich kriegt hinter der Mütze. Das heißt, wenn ihr die Mütze fertig habt, dass am nächsten Mal der Schal online kommt, damit ihr den beides habt. Ja, aber es ist super einfach eigentlich. Aber das war mal ein kurzes Video für mich, da musste ich nicht so viel bei machen. Ja, also das ist fertig geworden. Und das Garn, wie gesagt, das war ein Fünffachgarn mit 700 Metern, heißt Girls Night. Und ja, findet ihr auch im Shop. Ich habe auch schon den Schal damit reingepostet, damit ihr das schneller findet und die Mütze natürlich, ne? So, ein fertiges Teil habe ich noch und das ist der hier. Da ist er. Mein Fledermauspulli. Aber mir ist schon aufgefallen, ich muss dringend was Dunkles drunter tragen, weil sonst sieht man die Fledermaus nämlich überhaupt gar nicht. Also ihr seht sie jetzt gerade, glaube ich, auch gar nicht. Doch da, ne? Da sind die Augen, also der Kopf. Das da. Kopf und da sind die Augen. Hier sind die Ohren. Da unten ist der Körper und die Flügel. Ja, wenn man es weiß, dann seht ihr das. Er ist jetzt auch für die Mitglieder schon online. Und das ist das letzte Oktoberprojekt, was online geht. Ne? So, ich habe die Ärmchen mit Muster gemacht. Also eine Reihe Stäbchen, eine Reihe Muster. Und so bunt sind die Bündchen. Alle Bündchen sind bunt. Ja, also das sind zwei Quadrate, die ich zusammengehäkelt habe, Arme in Spiralrunden dran gehäkelt und Bündchen dran gehäkelt. Fertig ist das Ganze. Ganz einfach mit Stäbchen und mit Muster vorne, mit Zielmuster in Fledermausoptik. Das ganze Garn ist ein meliertes Garn. Auch wenn man es nicht wirklich erkennt, das ist wirklich sehr zart meliert. Und wir haben ein bunt meliertes Bündchen. Ja, mit einer 3,5er Nadel gehäkelt, geht eigentlich richtig flott, diese Pullis zu machen. Und der ist ein bisschen länger als sonst meine Pullis, die ich mache. Was habe ich verbraucht? Also für das Bündchen hatte ich mir 300 Meter gewickelt, davon habe ich auch noch ein gutes Rest übrig. Ja, vielleicht habe ich 150 für die Bündchen verbraucht, von den vierfach melierten Garn. Von dem fünffach melierten Garn, dem pinken, habe ich so circa 1100 Meter verbraucht. Ich hatte 1400 Meter und da war auch noch ein gutes Stück übrig. Also so in etwa kann man rechnen. Bei jeder Größe sage ich mal immer mal so 200 Meter mehr rechnen. Also ich habe eine 36 gehäkelt mit 1100 Metern. Dann folgt die 38 mit 1300 Metern. So in etwa kann man das so rechnen. Immer so 200 mehr, 200 weniger. Ja, jetzt ist hier hinten Platz. Und wir haben die ganzen fertigen Sachen uns angeguckt. Wie gesagt, ich hatte so das Gefühl, ich habe nichts gemacht, aber ich habe ja doch was fertig. So, ich habe an einem Tuch weitergemacht, was ihr jetzt auch schon länger nicht mehr gesehen habt. Das ist die Bobble Witchy Green. Witchy Green. 1000 Meter. Vierfach ist eine
Halloween-Special-Wicklung aus meinem Shop. Und daraus häkle ich dieses Tuch, was ich gestern so auf den Nadeln hatte und es mir gestern so wirklich den letzten Nerv geraubt hat, weil ich drei Reihen wunderschön gehäkelt hatte und dann festgestellt hatte, dass ich das Muster falsch hatte. Und dann musste ich die drei Reihen wieder aufmachen, weil es war ja nicht richtig. Ja, ich musste mal was aufmachen, Leute. Das konnte ich so nicht lassen. Also, wie hätte ich das denn euch verkaufen sollen? Als unterschiedliches Muster, ne? Ja, wir haben Kreuzstäbchenmuster, damit fangen wir an. Wir haben Reliefstäbchenmuster, wir haben ein Lochstäbchenmuster, Relief und Kreuzstäbchenmuster. Also ganz einfaches Ding. Häkle ich mit einer 3 mm Nadel ganz langsam vor mir her. Wenn die Anleitung, also wenn das Tuch fertig ist, gibt es dazu wieder eine Videoanleitung und die schriftliche Anleitung. Wenn ich eine mache, poste ich sie im Community-Teil hier. Kostenlos. Wie gesagt, wenn ich eine mache. So groß ist das Tuch hierzu. Ich sage ja immer manchmal relativ oft, eine Spannweite, Armspannweite, also wenn ich das hier Zipfel ausstrecken kann, meine Arme, dann bin ich meistens mit meinen Tüchern auch zufrieden, weil dann reicht mir die Größe. Das habe ich aber meistens immer nur mit 800 Metern. Das ist jetzt 1000 Meter. Da kommt ja noch ein bisschen was drauf. Ich würde schon gerne das Ganze verhäkeln, aber wir gucken mal. Das soll bei mir immer nichts heißen. Gut, weiter geht es. Wir gucken zu den Waldbären. Also der Bobble Waldbären, vierfach 1000 Meter, hat schon gut an Volumen verloren. Sieht jetzt so hier aus. Und ich weiß nicht, ob ich letzte Woche schon einen Arm fertig hatte. Da ist er. Auch wieder mit Muster. Und sieht irgendwie unförmig aus, aber ist alles gut. Ist alles gleichförmig, sieht bloß so aus. Mit Bündchen. Und das Ganze wird ja eine Jacke. Das ist er von hinten mit Raglan. So sieht das aus. Hier oben habe ich angeschlagen. Das ist auch noch ein Teil von den Waldbären. Bobbel. Davon, wie gesagt, 1000 Meter. Vierfach nehme ich für den Raglan, also für den oberen Teil, der gehäkelt ist. Und hier ist der zweite Arm. Da fehlt auch nicht mehr viel. 10 Reihen. Dann kann ich Bündchen machen. Und dann ist das auch fertig. Und das hier unten, das Gestrickte, sind keine Ahnung wie viel Meter, aber es ist ein Fünffachknäuel Waldbeeren meliert. Ja. Dazu wird es eine Videoanleitung geben. Ja, ich bin ja dran. Wie gesagt, wenn der Ärmel fertig ist, dann häkeln wir das Bündchen unten dran. Da unten am Körper noch ein Bündchen. Und dann gibt es ringsherum um die Jacke noch eine Blende. Ja, und dann ist sie fertig. Und dann kann sie auch im November noch online kommen. Eure Strickejacke. Habe ich das denn auch mal geschafft, ne? Okay, Nadeln, ne? Häkeln tue ich mit einer 3 mm Nadel. Alles, was gehäkelt ist, mit einer 3 mm Nadel. Das Gestrickte ist mit einer 4 mm Nadel gestrickt. Ja.
Stricken tue ich auf Holznadeln, häkeln tue ich immer auf Metallnadeln. Ich weiß nicht, Holznadeln mag ich irgendwie gar nicht zum Häkeln. Und zum Stricken mag ich Metallnadeln gar nicht, weil ich dann eben so aufdrücke und dann Probleme habe mit der Hand. Mit dem Finger, nicht mit der Hand. Ja. So, dann haben wir noch was neu angeschlagenes hier. Und alles andere hatte ich nicht in der Hand, weil keine Zeit, weil Pulli musste fertig werden. So, hier lebt erstmal eine Nadel drin, eine 3 mm Nadel, die legen wir beiseite. Und ein Knäuel von der lieben Julia von Wulpedia. Da ist es. Da findet ihr unten in der Videobeschreibung wieder ein Rabattcode und alle Links, die zu Julia führen, mit Shop und YouTube-Kanal. Ja, könnt ihr da ruhig vorbeischauen. Das Garn sieht so aus. Davon gibt es auf meinem anderen Kanal, auf dem Daily-Kanal, ein Unboxing. Da könnt ihr auch gerne vorbeischauen, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Also Kamera. So dunkel ist es hier gar nicht. Hier ist Licht an. Da. Keine Ahnung. Er hat es ein bisschen dunkel gemacht. Okay, also das Garn ist Purple Wonderland mit dreifach 400. Es ist Purple Land. Okay, ich habe alles durcheinander gebracht, was man durcheinander bringen konnte. Also da gibt es jetzt keinen Punkt, den man jetzt noch irgendwie verschieben konnte, den man hätte verschieben können. Ne? Fangen wir nochmal an. Purple Wonderland 3. So heißt der Bubble. Es ist ein Vierfachknäuel und wir haben hier 800 Meter. Das Ganze ist aus dem Material Modal 46%, 40% Polyacryl und 14% Polyamid. Ja. Da könnt ihr noch mal gucken, was er gelabert hat. Und daraus mache ich auch einen Schal. Den habe ich quasi für die Anleitung verwendet, die Schalanleitung. Aber hier habe ich mehr Maschen angeschlagen. Ja, und ich bin schon bei einem Farbwechsel. So sieht das jetzt aus. Im Video sage ich euch, wie viele Maschen ich für diesen Schal angeschlagen hat. Hier weiß ich es nicht mehr. 45? Ich habe keine Ahnung. Und dann häkle ich so hin und her, nur feste Maschen, bis das Garn alle ist mit 800 Metern oder der Schal eventuell lang genug ist. Wir werden es sehen. Also, ja, habe ich fleißig dran gehäkelt. So, das ist mein Fernsehprojekt, weil da muss ich nicht nachdenken. Da häkle ich einfach und alle 10 Runden zähle ich, ob ich nicht irgendwo eine Masche verschwinden lassen habe, weil auch sowas passiert auch mir mal. Aber in der Regel, wenn man vorne und hinten immer gut aufpasst, dürfte da nichts passieren. Eine Wendeluftmasche dazwischen und ansonsten jede Masche wird bearbeitet mit einem halben Stäbchen. Und dann geht das gerade nach oben. Ja. Sehr schick. Das lasse ich jetzt auch mal draußen. Das muss jetzt nicht wieder im Beutelchen verschwinden, weil Beutelchen benutze ich ja eigentlich nur, wenn wir unterwegs sind, damit im Rucksack nichts passiert. Ja. Zweites Beutelchen. Auch hier lebt eine Nadel drin, eine 3,5er. Und das Garn von der lieben Nora, also was ich geschenkt bekommen habe. Das ist von Yarn Art, das Jeans Quelzi. Mit der Farbnummer 8 2 2 0. Es ist 45% Cotton und 45, nein, 55% Cotton und 45% Polyacryl. Wir haben 50 Gramm mit 160 Metern. Da seht ihr die Farbnummer nochmal.
Und die Zusammensetzung. Und ich mache mir daraus den Rock Katze Amun. Den gibt es hier auf dem Kanal und ich habe nur was ausgetauscht. Eine Sache. Nehme ich die doppelten Stäbchen. Katze Amun wird eine Runde Stäbchen gehäkelt, eine Runde doppelte Stäbchen. Und ich habe jetzt für diesen Rock ausgetauscht nur Stäbchen. Und alle 1, 2, 3, 4, 5 Runden kommt ein Kreuzstäbchen, Ründchen. Das Ganze wird wieder in Spiralrunden gehäkelt, damit ihr nirgendwo einen Übergang habt, sondern alles schön gleichmäßig aussieht. Ja, und so sieht das Ding mit zwei Knollen verhäkelt aus. Und ja, ein bisschen Rock kann noch dran, das ist mir noch zu mini. Also vielleicht das Knäuel noch dran häkle und dann habe ich wieder einen schicken Winterrock. Ja, in Altenau brauche ich den Zwiebellook, damit die Nieren und die Oberschenkel schön warm sind und da sind Röcke einfach perfekt und gerade auch gehäkelt oder gestrickte Röcke. Ja, 3 mm Nadel und trotzdem sehr, sehr locker, ne? Ja. Also wie gesagt, Videoanleitung, Katze Amun ist es und man fängt mit dem Bündchen an und kann das sich für jede Größe häkeln. Man macht eine kleine Zunahme hier an den Seiten, wenn man das Bündchen abgeschlossen hat und zur Runde. Und dann häkelt man nur noch in Spiralrunden nach unten, bis der Rock lang genug ist. Ja, mehr ist es nicht. Dann habe ich davon noch Garn übrig. Wie gesagt, ich hatte da ja so ein Riesenpaket von der Nora bekommen. Und ja, vielleicht mache ich mir noch ein passendes Oberteil dazu. So ein Korb-Oberteil. Vielleicht ist das aber auch zu viel. Ich weiß es nicht. Wir werden es mal sehen. Vielleicht wird es noch ein dritter Rock. Ja, also Rock. Gut. Was soll ich sagen, ne? Wir sind durch. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen und habe alles erklärt, was ich erklären wollte und zeigen wollte. Aber jo, wir sind eigentlich theoretisch durch mit den ganzen. Wie viele Minuten haben wir? 38. Oh Gott, da kriege ich wieder Mecker von euch, ne? Ja. Das Problem an dieser Geschichte ist, wenn ich jeden Tag ein Daily drehe, habe ich euch quasi schon alles erzählt, was ich euch erzählen könnte. Ich kann euch aber noch was erzählen. Einmal von der lieben Beata habe ich etwas zum Teilen für euch. Das habe ich jetzt aber schon mehrfach auch in den Stories geteilt und hier auf dem Community. Teil, weil ich es immer vergessen hatte anzusprechen. Und zwar, jetzt muss ich jetzt mal wieder das Foto suchen. Wo habe ich das? Ich hatte einen Screenshot gemacht. Wo? Da. Hier. Hier ist es. Also, gesucht werden Wollreste für den guten Zweck. Ich lese euch einfach mal das vor und zeige es euch dann gleich nochmal in die Kamera. Ja, liebe Strick- und Häkelbegeisterte, ich stricke Mützen für das Winternotprogramm in Hamburg, um Obdachlosen in der kalten Jahreszeit zu unterstützen. Dafür benötige ich eure Hilfe. Hast du Wollreste übrig, ob kleine oder große Mengen, jede Spende hilft. Aus euren Wollresten stricke ich warme Mützen, die an Menschen in Not verteilt werden. Kontakt ist Beata und ich glaube, es machen ihre Töchter, aber ich glaube, sie strickt auch mit. Herzlichen Dank für eure Unterstützung. Ich zeige euch jetzt gleich die E-Mail-Adresse. Ich hatte sie gefragt, ob weil wir stricken ja alle selber und häkeln alle selber. Ihr wisst, wie das ist, ne? Ob es auch okay sind, wenn wir Mützen und fertige Sachen
ob es da auch Bedarf gibt, ob man das ihr auch schicken kann. Ich meine, sie hat ja geschrieben, es ist schon ein bisschen her, es tut mir echt leid, ne? Aber ich würde das jetzt persönlich, wenn ihr da was habt, was ihr gerne spenden wollt, nochmal mit ihr abklären. Also könnt ihr ihr eine E-Mail schreiben. Ja, wie gesagt, ich hatte das schon mit euch geteilt. Ihr findet im Community-Beitrag auch nochmal das Bildchen. Einfach auf das Bild klicken und abfotografieren und dann habt ihr auch die E-Mail-Adresse nochmal. Gut. Ja, das war das eine. Und was war das andere? War eine Frage, die alle anderen bestimmt viel, viel besser beantworten können als ich. Weil ich habe ja immer so spezielle Vorlieben. Also, die Frage. So richtig kriege ich es nicht zusammen. War ja mit den Wollstärken. Genau, das war die Frage. Mit den Wollstärken. Dreifach Garne, wofür benutzt man in der Regel dreifach Garne, wofür am besten vierfach Garne, wofür fünffach Garne. So, ich kann nur von mir berichten und meine Vorlieben sind, dreifach Garne sind eigentlich für mich überhaupt nicht geeignet, weil ich ja eigentlich viel, 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 viel zu locker dafür häkle. Also theoretisch müsste ich das aussortieren. Ich mag aber gerne dreifach Garne für Röcke oder Kleider. Umso länger, umso dünner mag ich das Garn, weil es bringt halt weniger Schwere mit. Also das Ding, ich weiß nicht, das mit den Ausziehen, das habe ich halt nicht. Also bei mir leiert da jetzt nichts nach unten 3 Kilometer. Das kenne ich jetzt eigentlich nicht. Aber es geht darum, dass es ja trotzdem schwer ist. Wenn du ein bodenlanges Kleid mit Vierfachgarn häkelst, ist es trotzdem irgendwo schwer. Ne? Das habe ich mit meinem Jugendweihekleid. Es ist halt relativ schwer. Es bringt auch relativ Wärme mit, weil es eben aus dem Vierfachgarn gehäkelt ist. Das heißt, wenn du was darunter ziehst, was in der Regel immer der Fall ist, dass man was darunter zieht, außer du sitzt am Strand, dann ist das auch völlig egal, ob du nur ein Bikini drunter hast und damit über den Strand läufst. Aber wenn du hier in der Stadt draußen unterwegs bist und du hast bloß ein Bikini unterm Häkelkleid, ist es immer ein bisschen fragwürdig. Also finde ich jetzt, ne? Das nimmt dir das Dreifachgarn zum Beispiel auch wieder ab. Es ist ein bisschen luftiger und leichter schon von Natur aus. Und wenn du denn was drunter ziehst, dann ist es nicht so, als würdest du im Sommer 5 Schichten Klamotten tragen und schwitzt dich da zu Tode, ne? Ja, also das verzeiht das Dreifachgarn dir. Es ist nicht so schwer. Und es verzeiht dir, wenn du was drunter ziehst, ne? Deswegen mag ich persönlich Dreifachgarne für Kleider, weil ich ja auch in der Regel relativ bauchige Kleider häkle. Das heißt, es ist immer ein bisschen mehr Volumen vorhanden als nötig. Prinzessinnenkleider, ne? Disney-Kleider, Lolita-Kleider, eben alles, was so tellermäßig geschnitten ist. Da neige ich gerne zu, das zu häkeln. Ich habe da immer so ein bisschen ein Problem, einfach nur gerade runter zu häkeln. Ja, auch da ist es gut, wenn man Dreifachgarn nimmt, aber bei gerade runter häkeln kannst du aber auch auf ein Vierfachgarn setzen, weil eigentlich in der Regel passiert da nichts mit. Vielleicht 1, 2 Zentimeter, aber eigentlich passiert damit nichts. Ja, ich hatte ja schon ein Kleid aus Vierfachgarn. Wie heißt das? Keine Ahnung. Ich meine, es hieß Nele, aber ich bin mir nicht sicher. Keine Ahnung, das gibt es auch bloß schriftlich, ist ein RVO und ist so schräg und keine Ahnung, ja, weiß ich nicht. Lassen wir das Thema. Vierfachgarne. Vierfachgarne benutze ich in der Regel für alles. Tücher, Kleider, T-Shirts, Pullovers. Decken, keine Ahnung was, alles, was mir so in die Griffel kommt, mache ich eigentlich auch aus Vierfachgarn. Pullover sind dadurch ein bisschen dünner. Ja, die Tücher sind auch ein bisschen dünner, weil ich eben so locker häkle. Aber eigentlich sind Vierfachgarne für alles perfekt und ich glaube, es gibt Leute, die häkeln nur mit Vierfach und da kannst du alles mitmachen. Das könnt ihr ja unten in die Kommentare mal schreiben, wie ihr das macht. Fünffachgarn.
Fünffachgarn. Fünffachgarn bringt immer ein bisschen Gewicht mit, ein bisschen viel Gewicht mit, weil es sind einfach fünf Fäden. Und gerade diese Baumwoll-Poly-Gemische bringen dann auch schon ein bisschen mehr Gewicht mit. Also nicht so viel wie nur Baumwolle. Nur Baumwolle ist natürlich ein bisschen krasser. Aber damit könnt ihr auch alles von Jacken, Decken, Pullover, Mützen, alles sowas könnt ihr damit machen, was so gerade in Richtung Winter geht und ein bisschen kuscheliger sein soll. Ja, also das ist auch wieder sehr unterschiedlich, wer mit Fünffach arbeitet. Ich mache es ja jetzt auch relativ neu erst. Ich würde sagen, erst seit einem halben Jahr arbeite ich so mit Fünffachgarn. Vorher habe ich eigentlich meistens auch bloß Vierfachgarne benutzt. Aber manchmal will man es mal ein bisschen griffiger und kuscheliger haben und dafür sind dann die Fünffachgarne perfekt. Es gibt dann noch die Variante, dass du Fünffach und Fünffach zusammennimmst, also generell, dass du alle Garne einmal zusammennimmst, dann hast du es noch griffiger und kuscheliger, wie ich bei der Mütze, die ich aus einem Siebenfachgarn genommen habe, indem ich gehäkelt habe, indem ich ein Dreifach- und ein Vierfachgarn kombiniert habe, hat man eine schöne, dicke, kuschelige Mütze. Ja, um eben andere Sachen nachzustellen. Ich häkle ja meistens in der Regel nicht mit anderen Dingen. Ich häkle meistens nur mit Bobbeln. Und deswegen gucke ich immer, wie ich andere Garne nachstellen kann. Also wie andere arbeiten und mit was für Garnen sie arbeiten und welche Nadelstärke. Und das versuche ich eben irgendwie ein bisschen nachzustellen, weil ich halt dieses nur mit Pflanzenfasern arbeite. Ne? Also ja, also ich kaufe mir jetzt keine anderen Fasern außer Poly und Acryl tatsächlich, aber in der Regel kaufe ich mir bloß Pflanzenfasern und arbeite mit denen. Irgendwann habe ich mich dann auf Baumwoll-Poly-Gemisch eingestellt, weil das eben diese Bobbel-Sache war, womit ich denn angefangen habe zu arbeiten. Manchmal meliert, manchmal mit Farbverlauf, manchmal ohne, manchmal uni. Also es gibt ja alles, du kannst ja alles damit machen. Ne? Und je nachdem, welche Stärke du nachstellen möchtest, musst du eben ein bisschen zunehmen. Ne? Also du kannst das Dreier mit den Dreier kombinieren, dann hast du ein Sechsfachgarn, du kannst das Dreier mit den Vierer kombinieren, hast du ein Siebenfachgarn, du kannst das Dreier mit den Fünfer, hast du Achtfachgarn und sowas alles immer so zusammenpacken. Und das habe ich tatsächlich auch schon immer gemacht. Ich hatte oft so Vierergarne, also vier Fachgarne und habe die dann zusammengetan und habe daraus was gehäkelt. Zum Beispiel die der Seelenwärmer Soul Sisters ist aus einem Vierfachgarn doppelt genommen gehäkelt. Die wären dann auch dolle schwer, aber bei Jacken, Mänteln, Pullovern, Mützen, Schals ist es in der Regel eigentlich nicht so schlimm, wenn es zu schwer wird. Gut. Kann passieren, dass der Pulli dann ein Oversize-Oversize ist und irgendwo unten an den Kniekehlen hängt, wenn man es übertreibt. Aber deswegen sage ich ja auch immer anprobieren. Ja. Zweifachgarn, die Variante gibt es ja auch noch, dass du mit Zweifachgarn häkelst. Da bin ich komplett raus. Also, das wird nicht mal mehr mit einer 2 mm Nadel was bei mir. Also, ja, aber da gibt es auch Leute, die damit häkeln. Julia zum Beispiel. Für mich ist das komplett, also da bin ich komplett weg. Ne? Also, da gibt es auch Leute, die machen Kleider damit und ja, weil es eben so filigran ist. Ne? Umso leichter das Garn, filigraner das Garn, umso. Ja, vornehmer sieht es aus, keine Ahnung. Ja, ich glaube, mit Einfachgarn kannst du nicht nur sticken, sondern auch Schmuck herstellen. Das habe ich auch schon gesehen, dass da Leute mit einer 1 mm Nadel Schmuck gehäkelt haben. Kann man auch machen. Ja, es gibt halt viele Sachen, die man aber eben erstmal so ein bisschen ausprobieren muss und auch für sich ausprobieren muss, weil jeder irgendwie anders häkelt und jeder andere Geschmäcker hat und jeder irgendwie was anderes trägt. Ne? Also auch sich in anderen Sachen wohlfühlt. Und das muss man so ein bisschen auch für sich herausfinden.
Ja, was gibt es noch? Ich hoffe, dass ich die Frage ein bisschen beantworten konnte. Ansonsten nochmal in die Kommentare. Und dann versuche ich nächste Woche nochmal. Anders dann. Dann gehe ich anders an die Sache ran. Genau. Was gibt es sonst noch zu sagen? Ich glaube, das war's. Weil das meiste tatsächlich beantworte ich ja schon in den Dailies. Und ja, dann weiß ich immer nicht, was ich noch in dem Podcast, außer meine Projekte, wofür ich den Podcast ja vor zig Jahren, dafür habe ich ja den Kanal hier auch gegründet, einfach nur, um meine Projekte zu zeigen, was ich alles in der Woche geschafft habe. Und früher habe ich auch immer ganz viel geschafft. Ich habe heute auch ganz viel geschafft diese Woche. Aber es kommt einem so komisch vor. Ja, weil ich früher auch nur stundenlang irgendwo gesessen habe und gehäkelt habe und nicht noch nebenbei irgendwie ganz viele andere Sachen rumgekramt und gemacht und getan habe. Genau. Gut, ihr Lieben. Ich rede jetzt nicht länger um den heißen Brei herum. Wer bis hierhin geschaut hat, lässt mir gerne einen Kommentar da mit einer Katze, weil die fehlte heute. Lasst mir gerne eine Katze da, da freuen wir uns drüber. Vielleicht taucht die Katze dann das nächste Mal auch wieder auf. Und ansonsten, ihr Lieben, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich, wenn ihr mir Däumchen da lasst und natürlich ein kostenloses Abo. Dann verpasst ihr auch keine Videos mehr. Wir fangen ja bald wieder mit den Karls an. Und ja, ich weiß, ich muss dringend posten. Das mache ich. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.